Wachstumskapitalismus, der auch von Europa vorangetrieben wird. Das kann nicht sein. Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, wir befinden uns in einem digitalen Freiheitskampf und wir werden nicht ruhen, bis wir diese Reform gestoppt haben. Und heute werden wir dieses Zeichen so laut setzen, dass es auch in Brüssel gehört wird und diese Reform gestoppt wird. Die jungen Menschen, vor allem die jungen Menschen, aber noch viel mehr Menschen, die sich für Freiheit und unsere Rechte interessieren und engagieren, haben genug davon, dass uns unsere Grundrechte immer weiter eingeschränkt werden, dass mit Argumenten hinsichtlich eines Supergrundrechts Sicherheit, Freiheit beschnitten werden und dann kommen aus Brüssel solche Gesetzesinitiativen, die zwar gut gemeint sind, aber schlecht gemacht. Wir fordern daher, dass diese Politiker, die wir eigentlich einmal gewählt haben und noch wählen werden, dass sie Verantwortung übernehmen, so wie wir heute Verantwortung übernehmen. Verantwortung für die Werte, die sich die Europäische Union selbst gegeben hat und die sie anscheinend nicht bereit ist, weiter zu vertreten. Doch wir sind für diese Werte, wir leben diese Werte und wir kämpfen für diese Werte. Daher schreien wir diesen Politikern heute zu, seid denn auch unsere Vertreter, seid unsere Vertreter, hört unsere Stimme, die ihr heute, hier und heute laut erschallt. Wir sind die Robin Hoods unserer Zeit, wir kämpfen einen Kampf, den digitalen Zeitalter, den Julia Reda und Timo Wolken, Politiker, die, ohne die wir gar nicht wüssten, dass es diese Probleme gibt, dass es diese Reform und diese Artikel gibt. Wir haben uns mit diesen Politikern verbündet, die, um diese Artikel wegzubekommen. Das ist unser Ziel und wir kriegen es nur hin, wenn die Reform gestoppt wird. Daher müssen wir den Kampf hier und heute führen. Und er wird geführt auf der Straße, hier in Frankfurt und auf fast 100 weiteren Städten überall in Europa. Und wisst ihr, was sie damit tut? Wir schreiben Geschichte. Wir beginnen nämlich, eine europäische Zivilgesellschaft abzubilden. Wir haben alle die gleichen Sorgen, dass uns unsere Rechte weggenommen werden, dass unsere Rechte und unser freies Internet eingeschränkt werden. Das wollen wir nicht hinnehmen. Und so, über Landesgrenzen, die es zum Glück heute so in Europa gar nicht mehr gibt, hinweg, über Kulturkreise hinweg und über Sprachbarrieren hinweg, stehen heute wir alle zusammen, um gegen Artikel 13, gegen Artikel 12 und gegen Artikel 11 zu wettern. Wir wollen nicht zurück in ein Europa der Nationalstaaten. Wir wollen nicht zurück in eine Wirtschaft des Protektionismus. Wir wollen, dass die Gesetze, die gemacht werden, transparent sind, dass sie lobbyfrei sind, beziehungsweise frei von den Rechteverwertern, von deren Interessen, die rein wirtschaftlich sind und die sich gegen unsere Rechte richten. Diese künftigen Gesetzesinitiativen müssen unter aller Augen entstehen und von uns kontrolliert werden. Und im Europäischen Parlament müssen jene Politiker sitzen, die wir dazu ermächtigt haben. Gesetze dürfen nicht käuflich sein. Daher wählt am 26. Mai 2019 zur Europawahl die Parteien eures Vertrauens, von denen ihr ausgehen könnt, dass sie eure Interessen nicht verraten. Wählt diese Leute, die ihr kennt, die bodenständig geblieben sind, so Menschen aus allen Parteien, die halt die Julia Reda und Timo Wolken,
uns überhaupt erst die Information gebracht haben, damit das nicht in irgendwelchen Hinterzimmern entschieden wird. Wählt, geht wählen, auf jeden Fall geht wählen, damit sowas nie, nie wieder passiert. Lasst uns vor dem nächsten Mal und vor allem vor der Abstimmung nächste Woche klar machen, dass wir keine Urheberreform akzeptieren werden, das ineffektives Leistungsschutzrecht oder überwandte Uploadfilter einführt. Wir fordern, dass diese Reform im Parlament gestoppt wird. Und wir fordern, dass nicht allein die Verwerterindustrie sich weiterhin als Urheber ausgeben. Und daher fordere ich jetzt euch auf, ein ganz klares Zeichen zu setzen. Ein Zeichen, das gehört wird, das in den Nachrichten gesehen wird und das alle, die heute nicht hier sind, hören können. Und deswegen bitte folgt mir nach, wenn ich sage, stoppt die Reform! 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 Stoppt die Reform!